gesagt habe, sie führt. Höher, Mistral, höher! Also meiner Einschätzung nach habt ihr euren Rekord gesprengt. Sie hat mich gleich nach dem Start abgehängt, nicht cool. Aber du hast mich beim zweiten Hindernis eingeholt. Wie schnell waren wir? Nun lauf doch schon! Hör auf, dieses Zeug zu pressen. Er kann an keine Pilz vorbeilaufen. Aber manche sind doch giftig, das habe ich ihm auch gesagt. Aber Kevin, was ist mit der Stoppuhr? Hast du nicht gestoppt? Das ist nur deine Schuld, du Vielfraß, du. Ständig muss ich auf dich aufpassen. Wieso haben wir ihm auch die Stoppuhr gegeben? Ach, er wollte uns helfen. Nicht nur das, ich will sein Knappe sein, wie im Mittelalter. Die Ritter hatten immer jemanden an der Seite, der ihnen half. Und da die Ritter noch keine Stoppuhren hatten, bleibt der Knappe das nächste Mal schön auf der Ranch und macht die Boxen sauber. Oh, voll ätzend. Was denn, war's das schon? Ihr hört auf? Das Crossrennen ist morgen. Ohne das Preisgeld können wir unsere Boxen vergessen. Anna, wir sind die Strecke heute schon dreimal geritten. Und wir waren ziemlich gut, finde ich. Oder wenigstens ich war gut. Allerdings super gut. Selbst mit dem Hammertrainer, den meine Schwester sich genommen hat, wird sie euch niemals besiegen können. Samantha hat sich einen Trainer genommen? Sie tut wohl alles, um zu gewinnen. Weißt du, Kevin, es ist echt nett, dass du uns hilfst. Aber du musst doch auf uns hören und tun, was wir dir sagen, verstehst du? Verstanden. Ich bin die Vorhut, um euch vor den Wilden zu beschützen. Juhu! Wollen wir ihm zeigen, wie in der Ritterzeit geritten wurde? Na los! Ja! Ach, das ist lustig! Oh, Mutti! Vorwärts! Hi! Hi! Du bist das Pferd des Königs mit goldenem Fell. Mich nennt man... Stopp! Es reicht! Halt an oder du kriegst heute Abend keinen Nachtisch. Genau, und die zwei anderen Boxen kommen hierher. Mit den Türen auf dieser Seite. Und falls wir irgendwann noch andere Pferde aufnehmen wollen, werden wir immer noch mehr als genug Platz haben. Bist du Millionärin? Allein die Bauarbeiten kosten schon ein kleines Vermögen. Angelo und ich tun alles, um das Rennen zu gewinnen und das Preisgeld zu kassieren. Übrigens werden wir noch etwas an den Sprüngen arbeiten. Ah! Aus dem Weg! Halte die Hände hier an! Oh. Hey! Kevin! Weg da, lass mich! Das war nicht unsere Schuld! Der spickt euer Gänserich! Er hat versucht, Bilbo in die Nase zu beißen! Wir hatten gesagt, du sollst hier auf Bilbo aufpassen! Hatte ich vergessen, Entschuldigung! Hey Kevin, komm doch mal her! Hilf mir beim Hindernis bauen. Bin schon da. Er wird alles zerstören. Baust du das, damit Lena trainieren kann? Sie und ich. Der da liegt nicht richtig. Ist Lena sowas wie deine Prinzessin? Sie ist eine Freundin. Und jetzt, Kevin, lass mich mit deinen Fragen in Ruhe. Schnapp dir lieber die Schaufel. Ich habe gestern ein Bild für dich gemalt. Tada! Hä? Das da bist du und das bin ich. Verstehe. Sieht nicht übel aus. Jetzt komm, Kevin. Wir müssen uns beeilen. Dein Knappe zu sein ist toll. Weißt du, die anderen habe ich auch ganz gern, aber die sagen immer, dass ich nicht zuhöre. Vielleicht sagen die es ja nur, weil es ein bisschen stimmt. Kevin! So ein Mist, das darf nicht wahr sein. Du solltest ihn anbinden. Wie oft muss man dir sowas denn sagen? Ups, naja. Nico hat doch sowieso schon gesagt, dass das keine gute Ecke wäre, um das Holz zu stapeln. Wow! Lena trat und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig